So. Hallo und willkommen zu meinem Baldur's Gate 2 Let's Play. Wenn ihr es auf YouTube schaut, ist es für euch weniger relevant. Für die, die auf Twitch zuschauen, ich hatte eben leider sehr starke technische Probleme. Deswegen muss ich hier gerade nochmal alles von vorne machen. Ich habe zum Glück ein Savegame angelegt gehabt, das für diesen Fall da ist. Also, dann machen wir jetzt ein bisschen anders. Gehen wir erstmal direkt zum Goblin-Lager, um das freizuschalten, und dann kümmern wir uns um das Dorf. Diesmal hoffentlich ohne irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Ist halt leider das Problem, wenn man das live aufnimmt. Ja. So. Dann. I'm feeling a bit parched and peckish. Me too. Keep an eye out for any passing vagrants. I'm afraid you have to content yourself with vagrants. Hier ist ja schon das Goblin-Lager. Sieht nicht sehr einladend aus. So. Look here, Claw. Sapper's here. Unless you got another reason to be here. Fexite. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Lass mich rein. Nein! Okay, das hat nicht geklappt. Versuchen wir es nochmal. Lass mich rein. Geht doch. She's a little overexcited. Been a busy day. Lads are celebrating. Can't they help him? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Down in the pits? Either Halsin's in a foul mood, or he awaits a gallant rescue. Likely both. Ist er denn gut oder schlecht? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Überfall? Oh. Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Ja, zu Joaquin's Rest kommen wir noch. Das ist hier auch in der Nähe. So. Erstmal, dass wir hier den Wegpunkt freischalten. The overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman. With even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence.
The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is quelled. The artifact's doing. Was zur Hölle ist hier gerade passiert? No answer presents itself. The artifact is dormant. The voice and visions are gone. Das wird Schattenherz bestimmt nicht gefallen, dass wir ihr Artefakt eingesackt haben. So. Oh nein, da ist Volo. Einfach weitergehen, einfach ignorieren. Ich will nur den Wegpunkt freischalten, dann zurück ins Dorf. So. So, das zerstörte Dorf. Skorpion-Lager kümmern wir uns später. Erstmal holen wir den Kram nach, den ich eben ja schon gezeigt hatte, aber dann aufgrund technischer Probleme. Das Film abgebrochen ist. So, dann gucken wir mal. Kümmern wir uns zuerst um die Goblins hier. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Flap those wings some more and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Ich sage das, was ich ihm auch schon gesagt habe. Lass ihn runter. You want this little cave lurking what's it? Find your own. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Lasst ihn runter. Der ist mir. Ist mal ohne Bonus. Ich will den Kampf provozieren. Ah, diesmal Fall ist es halb so wild, dass es nicht gelungen ist. The runt's ours. You should have taken a wide path around us. Kill him! Ihr wollt Kloppe, ihr kriegt Kloppe. Vielleicht kommt der Astarion Spare diesmal zum Einsatz. So, den positionieren wir hier oben. Mich an. Battle favors the fearless. So, und der kriegt den Hexenblitz ab. Fehler geschlagen. Mist. Schön an den Kriegern ist, sie können einmal im Kampf zweimal angreifen. So, noch jemand.
So, zwei auf einen Schlag. Der Warg kriegt einmal das flammende Niederstrecken. Ja, so wird gemacht. Böser Spaß, der falsche Zauber. Da ist die Dornenpeitsche. So weit weg. Suchen wir mal, ob wir den treffen. Nicht ganz so gut geklappt. Was Dr. Verlangen ist. Leicht angeschlagen. Okay. Runterschubsen klappt nicht. Jetzt kriegt er halt einen Pfeil ins Knie. So. Gute Nacht. Fall dürfte besser passen. So. May the gods take you first. Heiltrank wäre nicht verkehrt, aber nicht viel bringt. Haken wir mit dem Hexenblitz. Naja, viel geschlagen. Damn ich. Der ist schon kaputt. Jetzt hat er einen Pfeil im Knie. Der wird kein Abenteurer mehr. Dolchhabe den Blödmann hier oben trifft. So. Meine Dornpeitsche kennen. Wuhu! Okay, einmal kurz zwischenspeichern. So, war was. Sehr schwere Axt. Rockzähne. Mehr Borgzähne. Bogen kann man schön verscherbeln. Schild unter Streitkolben.
Goldbogen. Die Bullywug-Trompete. Ach, das ist eine Zutat. Und so auch Pfeile. So. Hoffentlich geht das dunkle Verlangen jetzt nicht K.O., wenn er da runterspringt. Nein, okay. So. Ja, noch eine kurze Rast, danach gehen wir ins Lager. So, da gehen wir gleich rein. Bremse lösen, Bremshebel, Bremse lösen, Bremshebel. Ach, lass mir den Knopf fliegen. Hui! So. Gucken wir mal, was es hier unten gibt, und dann geht's ins Lager. Blitzfüße, Gold, Blitzpfeil, Diebeswerkzeug. So, mehr gab's hier nicht. So weit war es schon beim ersten Versuch des Streams. Okay. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist mit den Ogern zu reden. Das machen wir aber nach einer kurzen Pause im Lager. Wir können erstmal drin bleiben. Speak. Du bleibst im Lager. Chuck, you believe you can survive without me? Ja, das glaube ich. Wir bleiben. As you say, do not keep me waiting. So, dafür nehmen wir das Schattenherz rein. Something the matter? Wait. It hurts. A joyous little affliction that visits me with screaming agony on occasion. I'd be lying if I told you I know what causes it. But don't worry. Can't hurt you. Only me. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Kleiner Fun Fact. Man kann ja, wenn man das Spiel startet, auch die Begleiter als spielbaren Charakter wählen. Wenn man Schattenherz wählt, sieht man tatsächlich, was das diese Runde verursacht. Leider ist es schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe, deswegen weiß ich tatsächlich nicht mehr, was genau es war. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ein Moment. All right. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. So. Dann machen wir mal eine lange Rast. Oha. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. The ache builds as you squeeze your hands together. Were your fingers always so thick?
Your skin always so sticky. Chukil gate vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Also wenn man das auswählt, wird man wirklich gekillt. Nein. Angreifen will ich es auch nicht. Reg dich ab, es ist nur Fieber. Aber gerade so. I cannot trust my own mind, so it seems I must trust yours. I will wait, but know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. I came just in time. You are transforming. What? Your salvation. And not for the first time. I saved you before. Save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Danke, ich kann alleine aufstehen. Independent. Good. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. For the fate of Faerun, a fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Okay. Da ist ja tatsächlich noch was passiert. So. Kommen jetzt nicht drum rum, uns einmal anzuschauen, was denn da alles. So,
wir jetzt aufgegabelt haben. Ah, die flinken Blitzfüße. Aha, man bekommt 3 Blitzladungen, wenn man sprintet, und Athletikproben um 1 erhöht. Also Bonus von 1 auf Athletikproben. Ja, da wir bisher keine gescheiten Stiefel haben. Oh, das ist die falsche. So. Dann haben wir die. Hier noch einen Helm. Nee, Rettungswürfe auf Konzentration, ja. Für einen Paladin vielleicht nicht schlecht. Oh, sieht gar nicht mehr so übel aus. In Zwischensequenzen ist er jetzt standardmäßig ausgeblendet. So, dann noch was, die große Axt. Sollten wir vielleicht mal jemandem geben, der sich damit auskennt, beziehungsweise was macht die überhaupt? Ist einfach nur eine sehr große Axt, okay. Ach, es ist eine +1 Waffe. Ich tippe mal drauf, wenn ich die jetzt wechsle, ist das Schild weg. Ja, nichts in der Sache. So. Okay. Noch irgendwas, das wir Will in die Hand drücken können. Nee. Vielleicht eine Rüstung. Und das ist die von Astarion. Nee, ist okay. So, und? Intestines throb, blood whispers. Fall wird Will unser Packesel. Alles, was wir nicht brauchen, wird Will zugeschoben. Die Falle kriegt Astarion. Wyverngift. Oh, das ist für Giftschaden, den man auf Waffen legen kann. Dann kriegt das auch Astarion. Das Wyverngift war ja das, was wir von der Heilerin bekommen haben im Druidenhain. Das geht an Will. Das geht an Will. Das geht an Will. Die Axt behalten wir mal. Das ist ein Unterschied. Nehmen wir lieber ein Stachelschild. Naja, okay. Obwohl, Stachelschild sieht ein bisschen besser aus. Das ist ja einfach nur so eine optische Sache. Das macht keinen großen Unterschied. Okay. Das kriegt Will zugeschoben, das kriegt Will zugeschoben, das kriegt Will zugeschoben. Astarions Kleidung kriegt Will Astarion. So. Sieht gut aus, okay. Genug rumgewurscht im Inventar. Dann raus aus dem Lager. Which of us would you rather feed on, if he had free rein? Ah, Will, no question. He's strong, fast, and righteous. I'm salivating already. Interesting. You sound disappointed.
I'll bite you if you ask. I'm sure you would. Don't sound so eager. Spüre ich da gerade eine leichte, flirtige Spannung in der Luft? Did you have any strange dreams of late? Vivid ones. Vielleicht. Don't play coy. It happened to you as well, didn't it? It's all over your face. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess, in the waking world or otherwise. Da wir schon von Träumen reden, wir sollten uns ein bisschen besser kennenlernen. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Ich will auch mal reden, Alter. Shouldn't be made. It should be grown. Let the seeds sprout in their own time. Na gut, dann halt nicht. I'm sure we'll get along perfectly well. Ah, genau, ich sollte sie vielleicht mal aufs Artefakt ansprechen, das jetzt bei uns rumhängt. I know. I don't understand how exactly, but I felt it go to you. It's important. Keep it close. Okay. I do, but the artifact has a will of its own and powers to enforce it. It likely won't let me take it back. The best I can do is to stay close. Bide my time. Eventually I'll need to take it. Then I'll have to see what can be done about that. Okay. Gehen wir weiter. Zum Glück sind die anderen Goblins hier nicht feindselig, nachdem man die andere Gruppe hier platt gemacht hat. Lass mir das Astarion machen. Der kann es tauschen ein bisschen besser. Aber sowas von gelungen. Ah ja, der Helm der Hast. Und noch ein bisschen Gold. Nothing hurts anymore. So, kurz zwischenspeichern. Für den Fall, dass die Begegnung mit den Ogern eskalieren sollte. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food, the mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Versucht mich zu fressen, ich brenne euren Kadaver das Mal meines Eids ein, der nicht mehr existiert, weil ich ein Einbrecher bin, aber egal. Müssen die ja nicht wissen. Gelungen. Food? No, not food. Too tough for your digestion, I fear. Perhaps friend, then.
Friend. I've no use for the Absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check bran. Good deal. No talk. Ich gehe dann mal. Alas, not so much as a nibble. Food? No, not food. Dann kann ich hier lang gehen, ohne dass die einen wieder anschwatzen. Ne? Oh, sehr schön. Vorräte. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadow. I wouldn't quite say that. I learned a lesson, after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight. Not to hate. Did I play games like this in my youth? Was I sweet once? Ach, hier ist der Gnom gelandet. Wirres Zeug. Mitgenommen. Ein blutiges Amulett. So, wir haben, apropos Amulett, wir haben doch die Möglichkeit, Toten zu sprechen. The corpse regards you lifelessly. Ich will wissen, ob er drauf reagiert. Caught by goblins, killed in fray. Okay. Okay, wenn es wie im Regelwerk ist oder im Dungeons & Dragons Film von vor zwei Jahren, einem Jahr, kann man nur 5 Fragen stellen. Das war dann schon mal 3 von 5. Flames in the dark. His amulet found bloodied. Natürlich die wichtige Frage. Hast du Wertsachen? I pack everything I needed to find him. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Cool, das sind wirklich viele Fragen, die man stellen kann. Genau wie im Film. Und im Regelwerk. So. Dann das nochmal einsetzen. Ach Mist, man braucht eine lange Rast. Ich gehe tatsächlich mal
kurz ins Lager und tausche Will gegen Gale aus. Weil wir jetzt nicht direkt ins Goblin-Lager gehen, das habe ich erstmal nur freigeschaltet. Goblin-Lager, das wird ein bisschen was Aufwendiges werden. Wir gucken uns erstmal in der anderen Gegend um. So. My apologies. Not quite myself just yet. I had the strangest dream last night. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me, and that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. An uncanny apparition. I'm entirely sure what to make of it. Ja, ich glaube, den Traum hatten alle. Very curious. In all my readings on the effects of illithid parasites, I've never come across any accounts of correlating dreams between infected parties. Another unique quality of our predicament, perhaps. Are you inclined to take these visitors at their word? Irgendwas verzögert die Verwandlung. If so, we have far more to learn about the powers at play here. Our ignorance as to the exact nature and intent of our saviors is hardly cause for celebration. I hope your confidence proves well-founded. God knows we could use all the help we can get. I'd be delighted, though someone else will need to watch the cook pot. Schattenherz will ich nicht schon wieder rausnehmen. Zwei Magier, beziehungsweise zwei Magische hier in der Gruppe. Wonderful. Lead on then. Oh nein, heißt das dafür? Okay, Will hat noch den ganzen Kram. Dann ist das geändert worden. Ganz am Anfang ist es so gewesen, nur vor dem ersten großen Patch, dass vor einem der größeren Patches, dass jedes Mal, wenn man jemanden aus der Gruppe rausgenommen hat und der Zeug dabei hatte, ist es automatisch wieder im Inventar gelandet. Das war total nervig. So. Dann gehen wir mal. Weil mit Gale sollte gleich auch noch was passieren. Aber Astarion. Ne, gehen wir. Schattenherz, diesen Helm da hast. Rüstungsschutz ist immer gut. Apropos Gale. Genau, das braucht keine Konzentration. Das heißt, wir können die Magierrüstung schon mal für den Fall der Fälle so auf ihn sprechen. So. Gehen wir mal weiter. Das Gekloppe aus dem... aus dieser Scheune hier ignorieren wir erstmal. Kommt so oder so nochmal in das Dorf zurück. So. Ja. Oh. My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw, and that love was that.
They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true bloody pleasure. Angenehm, ich bin Darkskills. Charmed, I'm sure. In more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. Oh, ich liebe dieses Lied im Hintergrund. Eines der besten Stücke von Videospielmusik ever. Und übrigens nettes Dekor. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Da nehme ich mir doch mal schön einen Teller mit Essen. Not easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Was für ein oller Angeber. Okay, lass ich wieder den Paladin raushängen, auch wenn er eigentlich kein Alt mehr, also kein Alt mehr hat, weil er halt gebrochen wurde, aber um es mal deutlich zu sagen, leck mich, Teufel. Your oath is in tatters, Paladin. You abandoned your honor as soon as it became inconvenient. But the darkness won't save you any more than the light could. You'll realize that in time. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Ich lache zuletzt. Was mich tatsächlich jetzt interessiert, weil ich bin bisher nicht über den zweiten Akt hinausgekommen, habe extrem viel Zeit ins Spiel reingesteckt. Ich habe keine Ahnung, wer das dunkle Verlangen ist. Und ich habe keine Ahnung, ob Raphael weiß, wer er ist. Also wer das dunkle Verlangen ist. Würde mich mal interessieren, könnt ruhig spoilern. Wenn ihr es auf YouTube schaut, schreibt es gerne in die Kommentare. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet.
have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. In Early Access ist übrigens Raphael im Lager aufgetaucht, nicht hier. Und wir haben Brot bekommen, also Vorräte. Also hat doch was gebracht, den Teller sich voll zu stopfen. So. Gucken, ob das noch kommt, was ich erwarte. Ich muss da noch eine kleine Szene mit Gale kommen. Zumindest ist die bisher immer hier an der Brücke getriggert worden. Ein bisschen weiter vor. Ja, ist auch dieses überfallene Gasthaus in der Nähe. Sollte auch gleich eigentlich ein Reisepunkt kommen. Nee? Ah ja. Gale will etwas. Ich habe so eine Ahnung. Ihr vielleicht auch, wenn ihr das Spiel schon mal mit länger mit beschäftigt habt. Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'll prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Es ist ansteckend. No, no, nothing like that. Though if I fail to treat it, then the consequences would not be contained to me alone. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Trust me when I say, the loss of the occasional wizard staff or tome of enchantment is a bargain given the cost of allowing me to deteriorate. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean, it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Na gut. You have my thanks. And fear not, your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Ja, so flammen wir nicht, aber da ich diesen Speer eh nicht verwenden werde, von mir aus, nimm ihn. Thank you. Oh. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Nah, ich bin nicht so aggro. My words, my actions, my award-winning smile. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord, I bow to your boundless kindness. So, ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, um aufzuhören. Das Ganze ist jetzt hier schon ein bisschen länger gegangen als sonst, vor allem
durch diese blöde Panne am Anfang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet gerne wieder ein. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, sofern ihr es am Samstag oder Sonntag guckt. Und dann ciao, ciao.